Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miscreated und wir haben uns wiedergefunden. Yay! Mal gucken, Warte. wie lange es diesmal hält. Yay! 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 Schade, dass ich aber nicht an den Händen halten kann. Lol. So, dann würde ich sagen, direkt zum Wasserturm. Ich würde mich gerne meinen Loot wiederholen. Und dann. Tankstelle ist eh leer. Ich laufe querfeld ein einfach. Hm? Weil dann können Jason und ich uns gemeinsam auf dem Weg zur nächsten Stadt machen. Und dann gucken, ob wir ein bisschen looten können. Eventuell, ich würde sagen, wenn wir zum Beispiel so ein Bauernhaus hätten. Mhm. Irgendwo, was zum Beispiel gut zu erkennen ist, weil es alleine auf der Straße ist oder so. Ja. Könnte man ja eventuell sesshaft werden. Da krabbelt was, Jan. Ja, einfach weiter rennen. Mach ich gerade. Aber es ist eklig. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, da hat jemand einen Grabstein für mich aufgestellt. Mhm, ich hab hingekackt. Bitteschön. Danke. Vielen lieben Dank. Irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher, ob mir was hinterherläuft. Dann dreh dich mal bitte kurz um. Oh Gott. So. Wo liegt denn meine Leiche? Deine tote Leiche liegt irgendwo hier auf dem Boden. Danke. Ich nicht hätte. Hoffentlich ist sie nicht gedespawnt. Ich habe die Antibiotika gefunden, die ich vorhin runtergeschmissen habe. Und die habe ich ja viel früher runtergeschmissen, also. Wo ist denn meine tote Leiche? Ich habe eine Leiche von. Ich habe nicht lange gesucht, bis ich sie gefunden habe. Die lag eigentlich recht offen rum, deswegen wundert es mich gerade. Da war sie noch frisch, vielleicht hast du sie gerochen. Aber selbst wenn meine Leiche despawned wäre, dann müsste das Zeug übrig bleiben. Ja, es kann sein, dass Zeug in Leichen schneller despawnt als, weißt du? Ah. Dann sag's nicht. Okay, ich sag's nicht. Gib die Hoffnung noch nicht auf. Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt irgendwann. Ja, wenn die Antibiotika da noch liegen. Ja, ich verstehe den Gedankengang, aber. Warte mal kurz. Nee, das war schon, das war klar, es muss ja richtig was zu tun gewesen sein. Sonst wären auch nicht die Antibiotika. Gerade überlegt, ob es hier vielleicht zwei Wasserschirme gibt, aber. Dann hätte ich Antibiotika aber sehr weit fallen lassen. Ja. Antibiotika-Weitwurf. Genau. Man kennt's. Aus den Apotheker-Olympics. Lol. Die Apotheker-Olympics. Ja, klar. Ach. Also Jan, willst du jetzt noch weiter im Kreis laufen und nichts finden, oder wollen wir dann gibt's neues Zeug suchen? Gibt's auch Zäpfchen tief doch. Lol. Das ist jetzt irgendwie echt bitter. Hätte ich mir mal deinen Rucksack geklaut, ey. Ich sag doch, loote mich. Lol. Verboten hat das mir. Ich hab keine Beweise. Vergiss die erste Folge. Zweite. Dritte Folge. Dritte. Dann vergiss nicht alle ich Folgen. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Also wirst du jetzt so lange im Kreis laufen, bis du wieder verreckst, ja? Bin ich zufällig auf irgendeinem Pfeiler oder so? Also, hier ist das Loch. Ja. Ja, ich weiß ja auch nicht, wenn jetzt zum Beispiel mal Leiche despawned ist, ne? Ja. Aber der Rucksack nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, was der Rucksack für eine Hitbox hat. Aber deine Leiche lag vorhin hier innerhalb dieses gut sichtbaren Bodenfeldes. So, ich gehe auf Nummer sicher. Ich spring nochmal. Dann können wir berechnen ein. Wo bist du, Jan? Oben.
Also auf dem Weg nach oben. Warum? Wollt ihr nicht mehr mit? Ich sag's dir, ja, wenn du in den Sommer springst, ne? Nein, ich spring nicht nochmal. Dann spiele ich was anderes. Aber es kann ja sein, ne? Weil das nach oben geflogen ist. Soll ja schon mal vorgekommen sein. Ach, nicht da, ich würde gern. Dass die bei mir hier oben liegt und bei dir lag sie unten. Übrigens. Ja. Glaube ich, dass Items, die einfach so rumliegen, oh, das ist ein Zombie, gar nicht despawnen können, weil sonst würde auch der ganze Loot, sonst würde nirgendwo Loot rumliegen. Sowas wie verrottete Tomaten. Ja, aber es kann ja sein, dass, wenn du den Loot einmal aufgesammelt hast, und dann, Aber dann werden die Tickers nicht mehr hier, und dann Leiche schon, also zumindest ich müsste dann hier unten deine Leiche sehen, weißt du, was ich meine? Naja. Vielleicht ist ja despawned, weil du mal reingeguckt hast. Okay, aber da ist eh gleich eine Stadt um der Ecke. Ja, dann lass uns mal looten gehen. Ja. Krieg ich nichts? Ja, okay. Wo lang? Hier. Wie gesagt, ich brauche einen Rucksack. Kann ich dir mal eventuell meinen Scheiß geben? Mein Rucksack ist leider voll. Ah! Hinter mir her oder hinter dir? Hinter dir. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er hinter mir her. Idiot. Aber Jan, ich bin hinter dir her. Oh, und da krabbelt noch was. Ich hör's. Hoffentlich krabbelt es hinter mir nicht hinter dir, weil es hinter dir krabbelt, dann... Ah, okay, es ist eh schon kaputt. Wir müssen hier übrigens runter. Also, wo ist hier? Einfach zum Keuchen nach. Nein! Und jetzt? Okay. Einfach bis wir ihn nicht mehr hören, dann würde ich sagen, wir können die Häuser hier looten. Mhm. Aber das, bis wir ihn nicht mehr hören, ist ihm leichter gesagt als getan. Ja, von muss aufpassen, dass wir nicht demnächst in die Arme rennen. Er wird leiser. Ah, oh Gott! Und. Ah! Ja, ne? Er wird leiser. Wo bist du hin? Jan? Ah! Läufst du hinter mir? Ja. Okay. Der Hund auch, und der ist schneller als wir. Aber hätte du dich nicht mit, ist okay. Oh Gott, das ist ein Zombie. Ah! Oh. Ich hab keine Muni mehr. Hinter, da vor uns kommt, rechts kommt noch einer. Vielleicht sollten wir aus der Stadt rauslaufen, Jan. Oder meinst du, das wird sowas? Guck mal, da vorne ist das auf der Straße, was uns gleich hinterher krabbelt. Oh, doch vielleicht nicht, ist so. Vielleicht nochmal Taschenlampe auswählen, aber. Ach. Jetzt. Und jetzt nach rechts. Rechts. Kann ich bandagieren, während du rennst? Vielleicht hätten wir nach links laufen sollen. Was ist denn jetzt aktuell noch hinter uns? Klaus Günther. Ah. Klaus Günther im orangen Shirt. Also man kennt ihn. Man kennt ihn. Ich glaube, er ist aus der Puste. Ja, er ist aus der Puste. Dann lass uns mal rechts rum, weil das ist nämlich ein super. Aber Jan, langsam, weil. Bin ich gerade mit einem Ei beschmissen? Jan? Du blutest. Ich weiß. Deswegen wollte ich mich auch gerade eigentlich stehen bleiben, mich bandagieren. Kannst du die Agro irgendwie auf dich lenken? Das wäre super, hab ich. Und hinter mir ist ein neuer.
Ja, warte, ich komme. Ich habe noch 6% Leben. Hallöchen. Okay, ich glaube, den habe ich auch. Noch einen? Mein Problem ist, ich brauche wahrscheinlich Pillen von dir, damit ich überlebe. Oh. Hast du da was, um dich zu bandagieren? Habe ich schon. Okay, das heißt, ich muss jetzt noch Zombies loswerden. Ja, währenddessen guck ich mal, ob ich hier irgendwas gelootet kriege, beziehungsweise eventuell irgendwas finde. Geh auf jeden Fall nicht zum Feuer. Warum nicht? Oh Gott! Ach, weil ich da stand. Ah. Jetzt habe ich schon wieder einen Zombie hinter mir. Ich gleich nicht mehr. Ja, Problem ist, ich sehe halt sehr verschwommen. Ja, ich habe jetzt gerade 2 Zombies hinter mir. Ja, ich habe 1% Leben, ich bin tot. Ich hatte gerade noch 7% und jetzt renne ich die ganze Zeit und jetzt bin ich bei 1%. Weißt du noch, wie du zur Tankstelle kommst? Warte. Ich bleib jetzt gerade stehen und heale jetzt langsam. Und hier ist ein Hund. Weißt du noch, wie du zur Tankstelle kommst? Weil in der Tankstelle ist so ein kleines Gebäude, da ist eine Leiter, da können wir hochklettern, da kommen Zombies nicht hoch. Ich stehe gerade auf der Straße Richtung Tankstelle und werde nicht mehr verfolgt. Kannst du mir denn ungefähr sagen, wo du bist? Auf dem Hinterhof, da liegt ein LKW auf der Seite. Hm. Also hier in der Stadt jetzt, ne? Ja. Und ich bin in diesem LKW. Okay. Weil du musst da gebückt reinlaufen und deswegen, da kommen die anderen nicht rein. Aber hier kann ich jetzt ein paar Minuten, also ein paar Sekunden stehen und healen. Ich bin an dem brennenden Auto gerade. Okay. Ich kann was trinken, das wird aber meiner Gesundheit helfen, glaube ich. Hörst du eigentlich meinen Ventilator so nebenbei? Nein. Okay, gut. Eventuell wird der gerade von meinem Herzschlag übertönt, also der in dem Ingame. Ja, also mein Mikrofon schlägt auch nicht aus, wenn ich nichts sage. Also scheint es zumindest OBS nicht aufzunehmen. Hier kann man in die Kanalisation klettern, Jan. Ja, ich weiß. War ja schon mal. Da Zombies unten? Nee, da ist aber so ein kleiner, wie so ein Schutzbunker. Ah, okay. Soll ich da mal reingehen? Es wäre nett, wenn wir uns finden würden. Oder okay, du mich ja finden schon. Würdest. Weil... Help. Need somebody help. Da sind mir zu viele Zombies, da will ich nicht reingehen. Also wenn du einen Zombie mit einer schwarzen Jacke siehst, oder einem schwarzen Hemd, der war gerade vor mir und hat versucht mich mit einem Stein zu bewerfen. Vielleicht. Ich habe auch nichts hier, was mir jetzt helfen könnte. Nägel, Walls Guide und Rags. Vielleicht kannst du dann auch Fortnite machen und einfach Wände bauen. Womit denn? Mit den Racks. Hallo? Ist jemand im Supermarkt? Hallo? Keine Zombies hier? Ich hab Angst. Ich hab Antibiotika. Was? Oh, mein Inventar ist voll, da liegen Antibiotika rum. Ich hab noch Aspirin. Was ist das denn eigentlich? Propan-Liter-Top. Ich habe eine leere Flasche gefunden. Kann ich eventuell reinbluten? Nein, blutest du wieder? Nein. Problem ist, solange dieser Herzschlag ist, ich habe einen Roof Guide. Sobald ich diesen Herz, also ich höre die ganze Zeit diesen Herzschlag. Mhm. Und ich glaube,
solange ich diesen Herzschlag habe, kann ich nicht rennen. Oh. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so cool. Ja. Ja, ich suche ja schon, aber es ist halt schwierig, ne? Da ist so eine kleine Gasse. Ich habe einen Container gefunden. Da ist ein Propantank drin, ein Bett, ein paar Ölkanister, Leselampe, ein Buch, Regal, ein selbstgebautes. Und es ist alles voller Blut. Ich glaube, hier hat jemand geschlafen. Aber wenn ich dich gefunden habe und wir dann das hier wiederfinden, mit dieser Propanflasche, vielleicht können wir dann den Propankocher benutzen und das Fleisch grillen, das ich dabei habe. Eventuell tun, ja. Wenn du mich denn irgendwo findest. Das Problem ist, dass da sind halt überall Zombies. Ich weiß, ich habe gerade ein paar hinter mir. Ich habe mir gerade überlegt, ach komm, pack auf, geh mal raus und renn, weil, Ah, ich seh dich, hi! Hi! Wieso rennst du nicht zu mir? Da können wir zur Tankstelle gehen. Okay. Da kann ich dir was zum Heilen geben und so. Das wäre super. Ich hoffe mal, dass ich was zum Heilen dabei habe. Ja, du hast doch Antibiotika, hast du nicht. Ich habe Aspirin dabei. Ich weiß nicht, ob Aspirin heilt. Ich auch nicht. Aber was halt sonst tun, ne? Ich meine, ich hiedle so langsam. Was zu essen wäre, wenn irgendwas hättest. Muss ich gleich gucken, ob ich noch was hab. Sollen wir mal nach Gas laufen? Nach Gas ist die Tankstelle. Ach, Gas ist die Tankstelle. Ah. Ich weiß nicht, wie die Städte hier groß heißen. So. Wo ist jetzt hier wo? Irgendwo ein Raum? Ah, erstmal ein Schub Benzin. Leute, dann bist du tot. Hier lang, Jan? Wo ist hier lang? Ja, hier zu mir. Also, du warst hinter mir und bist da. Okay. Nein, oben, nicht unten. Unten kommen die Zombies rein, hier oben kommen sie nicht rein. Ja, ich dachte, man kann eventuell gucken, ob hier irgendwas Nützliches drin ist. Da war ich vorhin schon drin. Also. Kurz gucken, was ich habe hier. Was habe ich denn hier so? Also hier hast du mal Aspirin. Wo? Weiß ich nicht. hier, warte, hier war was. Klar, get Aspirin. Mein Inventar ist voll, warte, ich muss mal kurz. Warte, dann lass uns mal kurz hier in die Pfütze gehen. Weil ich gebe dir dann den Guide und den Guide. Ja, wie man die halt einfach ausscheißt. Ach. Weil ich habe nämlich beide schon gelernt. Ach, jetzt hat er mich. Es hat Aspirin? Ja. Consume? Nein, es hilft nicht. Gar nicht? Nein. Okay, ich hätte noch Whisky. Warte mal kurz. Ja, nee. Aber man kann doch so desinfizierende Verbände machen. ja, aber Medical Antiseptic. Blut ja nicht oder bin ja nicht vergiftet oder so. Cover surrounds with an alcoholic soaked bandage so you heal faster. Ja, dann gib mal. Kraftitem. You don't have required materials, wow. Ich hab keine Bandagen, ich hab nur Rags. So, ja, ich hab auch keine Bandagen. Ja, soll man einfach weiterlaufen? Ich gucke, ob ich sonst irgendwas habe. Ich könnte dir eine Axt in den Kopf hauen, vielleicht hilft das. Könntest du mir die Axt geben, dann kann ich mich verteidigen. Warte. So. Hast du sie gefunden? Ja. Achso.
Was habe ich Mein denn? Was ist Magen. das denn hier? Magen. Farben. Ich habe noch Handschuhe. Willst du die haben? Ich hab Handschuhe an. Ach so. Aber sie sind blau und aus Wolle. Meine sind grün. 3,4% Cold Resistance. Weil einem hier so oft kalt ist. Ja. Okay, dann schmeiß ich Komm mal sie hier lang, weg. komm hier lang. Komm hier lang. Wo bist du denn? Also lauf nicht zur Straße, sowas, lauf, komm zu mir. Bist du? Ich such dich. Ach, da bist du lang. Danke, da war doch ein Loch in der Wand. Weil da war nämlich ein Zombie auf der Straße. Das Problem ist, ich würde sagen, lass uns abseits laufen, aber hier sind so viele Autos, die man looten kann, weißt No. Aber hier du? Ich sind bin wir von jetzt. hergekommen, da ist nichts drin. Hast du schon alle durchgeguckt, oder? Ja. Wobei vielleicht war was drin, aber ich. Oder ich konnte es einfach nicht einsammeln, aber ich hab. Hier sind Sparkplugs. Ja, 10 Kerzen. Die kannst du dir in den Hintern schieben. Feste drücken und hoffen, Und dass dann ich heile. sparkst du. Ja, genau. Sollen wir hier hochlaufen? Können wir machen, ja? Sollen wir sprinten oder sollen wir langsam? Wir sprinten einfach, scheiß drauf. Sagen, ich weiß nicht, ob du dadurch mehr Essen oder Trinken verbrauchst. Ich auch nicht, aber bevor wir jetzt hier so langsam entlang schleichen. Aber ich denke mal nur, weil wenn du mehr verbrauchst, ich habe nur noch 20% Essen. Da krabbelt Immerhin. was. Jetzt müssen wir erstmal Ja. laufen. Aber wir können von mir aus auch gleich langsam gehen. Da ist ein Zombie. Oh, stehen bleiben. Stehen bleiben. Gerade laufen. Auf jeden Fall zu diesen Autos. Ich glaube nicht, dass er uns gerochen hat, Jan. Vielleicht hört er mich, weil mein Magen knurrt und mein Bildschirm, der pulsiert so. Hältst du dich denn immer noch? Naja. Okay, das ist immer die Hauptsache. Wow, ich habe ein zweites Seil gefunden. Nice. Bitte häng Geht, dich geht, nicht geht. auf. Was mich ist ja schon. Hier war gerade irgendwas, was ich aufhängen konnte. Ach, oder was du einfach. Du kannst wie wahrscheinlich hinter Bandage Player oder so. Bondage Player heißt das. Bonde, ach so, sorry. Bondage Player. Ja. Gibt's hier, wo rennst du denn schon wieder hin? Auf die Straße entlang. Und warum sprintest du? Ich dachte, wir gehen langsam. Mach ich doch. Also was ich cool finden würde, ist, wenn wir zum Beispiel ein Haus finden, was recht alleine steht, das heißt, es ist recht übersichtlich, wo ein Kamin drin ist. Und dann kannst du auf jeden Fall schon mal Feuer machen. Okay, aber für was brauchen wir dann Feuer? Vielleicht um irgendwas zu braten? Achso, ich glaube, dafür brauchen wir einfach nur noch so. Also, ich weiß nicht, ob du in einem Kaminofen was braten kannst, weißt Aha, ich will mal kurz was testen. Leuchte mal den Baum hier bitte an. Willst du gucken, ob du Holz hacken kannst? Das hört sich gut Ah, an. Harvest Wood. Ja, steht sogar dran. Nice. Hast du Ich es war auch so mitgenommen? cool. Okay. Ich glaube nicht. Doch da. Doch, ich habe einen Baumstamm. Davon kannst du 64 insgesamt tragen. Nice. Okay. Na, ich wollte nur mal gucken. Weil kann ja sein, weil du konntest Paletten und sowas. Ach, wir wollen ja noch. Du kannst ja Paletten und sowas auseinandernehmen. Ja. Kann ja sein, dass du nur so Holz sammeln kannst. Weil es halt so ein bisschen schwierig gemacht, da Holz zu kommen. Ha, Entschuldigung. Unverzeihlich. Okay, ich schäme mich. Ich werde von einem Wasserturm springen. Nicht schon wieder. Was ist das denn hier für eine Kackstraße? Ja. Übrigens, Leute, den Magen, den der Kunon hört, das ist nicht in-game. Lol. Wieso isst du nichts? Oder hast du nichts gegessen? Wann? Als ich so lange AFK war und gegrillt habe? Doch vorher habe ich doch die Chia-Nudeln gegessen. Achso. War trotzdem schon wieder Hunger. So, hört die Straße langsam auf. Ist hier jemand müde? Nein. Ne. Na, halb vier wach. So.
Nein. Also, morgens. Irgendwie sieht der Boden hier. Es verläuft sich im Sande. Lol. Leuchte mal nach unten. Mal gucken, ob wir Muscheln. Du kannst auf jeden Fall Steine aufsammeln. Hm. Dann siehst du noch einen Weg, der weitergeht? Ja. Da, wo wir hergekommen sind. Der weitergeht, nicht wieder zurück. So. Nee, wir können sozusagen im Kreis laufen, dann ist es immer weiter. Zurück. Also ich laufe weiter zurück, weißt du? Ja, wir können einfach rückwärts laufen, dann haben wir immer noch den Weg vor Augen, ne? Lol. Laufen wir trotzdem weiter. Pass auf, dass du nicht runterfällst, Jan. Ja, ich wollte gerade schon mit der Taschenlampe schon mal runter geleuchtet. Gucken, ob irgendwie eine Steilklippe ist oder so, aber... Okay, ich erwarte sie gerade auch jeden Moment. Also hier ist anscheinend nichts. Aber warte mal kurz, warum laufen wir denn jetzt da runter, wenn da eh nichts ist? Ich glaube, wir laufen eventuell hier lang. Weißt du so? Achso, okay. Aber da aus der Richtung kommen wir gerade, Jan. Also lass uns lieber in die Richtung hier laufen. Ja, aber wenn es so kleine Hafengebiete gibt oder sowas, weißt du? Stimmt, ja. Da sind sicher viele Zombies. Oder keine Zombies, so viel Loot, meine Fresse. Hm. Ich weiß, es rauscht. Das Wasser. Ja. Wo bist du? Ach, da oben bist du, lol, bist du weit. Ich bin halt nicht mehr runtergelaufen. Ich glaube, bin es einfach so. Ich glaube, so schräg. Mhm. Weil ich glaube, da hinten entweder ist das eine Felsformation oder da hinten ist wirklich was. Ich weiß, was du meinst, ja. Weil ich brauche dringend was zu essen. Hm. Ja. Ich habe noch ein bisschen, also. Ich überlebe noch ein bisschen. Ja. Hier waren auf einmal nur noch Steine. Du warst so, oh, das ist die Steilklippe. Ach so. Und mit 13 HP. Egal, ich war, ich habe 61 HP. Lol. Hier ist mein Hunger, Entschuldigung. Kurze Panik machen. Mit 13 Hunger. Ja, 13%. Ja, ich weiß schon. Ja, dann sind es ja nicht 13 Hunger, sondern dann sind es 87% Hunger. Oder? Ich bin noch 87% satt, wenn du darauf hinaus wolltest. Nein. Also was, hä? Bist du ins Wasser gefallen? Nein. Noch nicht. Oh, hi. Ich stand genauso wie du da und dann auf einmal so pluppig war ich. Jetzt bist du nass. Wir können da rüber schwimmen. Ah, hier kommst du hoch, Jan. Oder? Auch nicht. Ja. Ja, du musst so schräg laufen, das war so. Ja. Übelste. Wieso ist so ein Seil in der Hand? In der Hand? Ich will immer meine Taschenlampe auswählen, aber der hat die mir. Ich weiß nicht, welcher Shortcut das ist. So, mir ist auf einmal kalt. Wie war das denn? Einem ist hier doch nie kalt. Sollen wir rüberschwimmen? Lol. Oh! Was? Bist du tot? Ja! Ja? Ja! Du auch? Nein! Hä? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Also ich habe jetzt gerade lol gesagt, weil ich bin gesprungen und dann bin ich so halb an der Klippe geglitten, so. Und deswegen habe ich gedacht so lol, ich sterb jetzt. Aber nö, also das war irgendwie nicht der Fall. Ich bin tot.
Nimm meinen Rucksack mit, Jan. Kann ich nicht. Ich bin schon hinterher geschwommen, aber unter Wasser sehe ich nichts. Wow. Ich bin natürlich auch mit dem Gedanken direkt zurückgegangen, dich zu retten. Oder halt dein Loot zu nehmen. Falls dich beruhigt, ich schwimme immer noch. Aber, Leute, wir sind ja schon bei 30,5 Minuten. Ja! Und ihr dürft. Wir machen daraus einfach ein Gewinnspiel. Ihr müsst einfach raten. Spielt ja so noch eine Runde oder nicht? Was machen wir nächste Runde? Spielen wir noch Miscreated oder spielen wir vielleicht noch was anderes? Ach, Jason. Bist du schon respawned wieder? Ja. Ich guck schwimme jetzt. Ich guck grad auf die Map. Ob ich dich eventuell nicht doch sehe, aber wir sind ja eigentlich so ein Clan, weißt du, so ein Team. Ja. Wo sind wir? Und ich bin tot! Aber das Problem ist ja, ich sehe ja nicht mehr mich. Naja, Folge beenden, ne? Tschüss. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann seht ihr, wie viel Spaß ich hab. Ja. Richtig! Ne? Und ob ich mit meinen 7% Überbleibsel meiner Nahrung noch überlebe? In meinem Rucksack sind sicherlich noch nasse Cornflakes. Ne, ich mag den nicht mit Wasser sonst gerne. Okay. Du musst auch beim Survival Prioritäten setzen. Natürlich ist dann Zombie. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss.